Herzlich willkommen zum Shuffle-Webinar. Das ist das dritte von vier Webinaren in einer Serie. Heute geht es um systematische Analyse und Entwicklung von digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen. Man könnte auch sagen Reifegradmodell. Dieser Begriff wird heute auch noch ein paar Mal fallen. Wir haben hier eine Auswahl des Shuffle-Teams. Shuffle, so heißt das Projekt, in dem wir mittendrin sind. Das sind vier Hochschulen, nämlich die Hochschule der Medien in Stuttgart, zu der ich gehöre, die Universität Bielefeld. Da haben wir hier Kim Althoff und Judith Kuhlmann bei uns, die PH Heidelberg, da ist Anja Gutja mit dabei. Und Nadine Auer gehört auch zur Hochschule der Medien. Und dann mit im Verbund ist auch noch die PH Freiburg. Ja, dann würde ich kurz einen Überblick geben. Also wir werden jetzt so circa 30, 40 Minuten hören über das Projekt, über Reifegradmodelle. Wie gesagt, Sie dürfen gerne Ihre Fragen in den Chat stellen. Und dann gibt es noch anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen, vielleicht auch ein paar Kommentare dazu. Und wir wollen dann auch um 15 Uhr pünktlich fertig sein, vielleicht auch schon vorher. So, schön, dass ihr dabei seid hier vom Team. Dann darf ich an euch weitergeben, Nadine. Ja, danke schön. Genau, also von uns allen und von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar heute. Gottfried hat es ja schon angekündigt. Wir wollen Ihnen heute zeigen, was wir in Shuffle entwickelt haben und auch noch weiterentwickeln, um die digitale Barrierefreiheit an Hochschulen eben systematisch zu analysieren und dann auch Möglichkeiten zu geben, es weiterzuentwickeln. Genau, ich habe eine kurze Gliederung mitgebracht, damit Sie wissen, was auf Sie zukommen wird. Wir werden ganz kurz das Projekt Shuffle vorstellen. Danach wird es vor allem um das Shuffle-Reifegradmodell gehen, das wir eben in Shuffle entwickelt haben. Da werden wir die verschiedenen Tools vorstellen, die darin inbegriffen sind. Anschließend reden wir noch kurz, wo wir gerade stehen, also der aktuelle Stand in unserem Projekt gerade, was das Reifegradmodell eben angeht. Und dann, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu beantworten, wenn Sie welche haben. Genau, dann starten wir auch direkt rein in die Präsentation. Zunächst, was das Projekt Shuffle ist. Ein bisschen hat ja der Gottfried auch schon gesagt. Also wir sind ein Forschungsprojekt, das gefördert wird durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Das Akronym Shuffle steht für Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für alle. Und daraus kann man ja schon ein bisschen rauslesen, es geht uns viel eben darum, die Zugänglichkeit von Hochschulen für oder von der Hochschullehre für alle eben zu ermöglichen. Und darunter fällt unter anderem auch eben die digitale Barrierefreiheit, auf die wir uns viel auch fokussieren, wenn auch nicht nur. Angefangen hat das Projekt im August 2021 und dank einer Verlängerung dürfen wir noch bis Dezember 2025 weiter daran arbeiten. Und genau, wir sind, wie gesagt, ein Verbundprojekt von vier Partnerhochschulen, eben die Hochschule der Medien in Stuttgart, die Universität Bielefeld, die Pädagogische Hochschule Heidelberg und die Pädagogische Hochschule Freiburg. Und wir entwickeln eben verschiedene Maßnahmen und Tools, um eben den Hochschulen zu helfen, ihre Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit zu verbessern. Und eins davon ist eben das Reifegradmodell, über das wir heute reden wollen. Genau, im Projekt haben wir dementsprechend das Ziel, die chancengerechte Teilhabe an der digitalen Lehre für alle Studierenden zu ermöglichen und dabei eben die systematische Verbesserung der aktuellen Situation an den deutschen Hochschulen eben auch anzugehen. Und wir entwickeln das unter verschiedenen Aspekten, was wir so, die Maßnahmen und Tools, die wir so entwickeln. Und zwar ist es uns wichtig, eben Lehrende und Studierende auch mit einzubeziehen in unsere Entwicklung. Wir entwickeln grundsätzlich nach dem Universal Design for Learning Ansatz und wir werden auch alle unsere Ergebnisse öffentlich zur Verfügung stellen, damit möglichst die auch viel genutzt werden können. Genau, und dadurch, so entwickeln wir eben die ganzen Instrumente, die Maßnahmen, die Tools, die Hochschulen dabei helfen sollen, ihre digitale Barrierefreiheit voranzutreiben. Genau, das so als kleinen Überblick, was Shuffle überhaupt ist und macht. Und dann können wir direkt einsteigen in unser Shuffle-Reifegradmodell, das wir heute vorstellen wollen. Für den Anfang vielleicht eine kurze Übersicht, was Reifegradmodelle überhaupt sind. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere
Kennt sie vielleicht noch den Begriff nicht so gut oder kann sich darunter nichts vorstellen. Reifegradmodelle werden grundsätzlich immer beliebter, um Prozesse in Organisationen eben zu analysieren und zu verbessern. Sie sind da sozusagen Tools, um Organisationen zu helfen, zu analysieren, wo sie in einem bestimmten Themenfeld, also bei uns der Barrierefreiheit, eben gerade stehen und was sie eben tun können, um sich darin noch weiter zu verbessern. Und der Jonathan Thurston hat das schön gesagt, deswegen das Zitat auf der Folie. Ich lese es einmal kurz vor. Maturity models are game-changing strategies for helping organizations to truly understand where they are and what they need to do next. Also im Prinzip wirklich Organisationen, also Reifegradmodelle sind relativ weit verbreitet in verschiedenen Themenfeldern und es geht aber immer darum, eben den Organisationen zu helfen, zu verstehen, wo sie eben gerade sind und was sie tun müssen, um sich noch weiter zu verbessern in einem bestimmten Themenfeld. Und dabei können Reifegradmodelle dann in verschiedener Art und Weise genutzt werden. Zum einen kann man damit eben den aktuellen Ist-Zustand ermitteln, wo man gerade in dem Themenfeld eben ist. Aber Reifegradmodelle zeigen auch eben auf, welche Optimierungspotenziale es noch gibt, also an welchen Stellen Schrauben man vielleicht noch drehen kann, um sich zu verbessern. Und können auch Handlungsempfehlungen geben, um eben die nächsten Schritte zu planen. Und dadurch, dass man da immer die gleichen Sachen misst, sozusagen, ist es auch möglich, dass man eben Vergleiche zwischen verschiedenen Organisationen macht. Genau, das als ganz kleine Einführung, was Reifegradmodelle sind. Und dann kommen wir zu unserem Shuffle-Reifegradmodell. Da ist, haben wir uns die Zielgruppe gesetzt, eben Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Und wir haben eben das Ziel, die Analyse und Optimierung der digitalen Barrierefreiheit an Hochschulen. Und dementsprechend ist unser Reifegradmodell im Prinzip ein Analyse- und Unterstützungstool, das Hochschulen eben ermöglichen soll, zum einen den Ist-Zustand im Bereich der digitalen Barrierefreiheit zu messen und dann aber eben auch Optimierungspotenziale aufzuzeigen und ihnen auch Handlungsempfehlungen zu geben, um eben den aktuellen Stand auch zu verbessern. Genau. Wir möchten Ihnen ein bisschen vorstellen, wie wir bei der Entwicklung unseres Reifegradmodells vorgegangen sind. Wir haben uns da an Becker et al. 2009 orientiert. Die haben dieses Flussdiagramm, das man auf der Folie sieht, beschrieben, wie man grundsätzlich vorgehen kann, um ein Reifegradmodell zu entwickeln. Und an dem hangeln wir uns jetzt nach und nach lang, um zu zeigen, wie wir vorgegangen sind bei der Entwicklung. Angefangen mit der Problemdefinition. Dafür haben wir ganz am Anfang von Shuffle eben eine Bedarfsanalyse gemacht. Da haben wir Umfragen sowohl mit Studierenden als auch mit Lehrenden gemacht, um so ein bisschen zu sehen, wie ist der aktuelle Stand an den verschiedenen Hochschulen, welche Wünsche und Bedarfe haben vielleicht die Studierenden und auf der anderen Seite auch, welche Kenntnisse haben Lehrende zum Beispiel auch schon oder auch welche Wünsche haben sie eben zu dem Thema Barrierefreiheit. Da haben insgesamt 695 Studierende teilgenommen und 179 Lehrende. Und diese quantitative Umfrage haben wir dann eben noch mit qualitativen Interviews ein bisschen vertieft und haben mit einzelnen Studierenden, Lehrenden und aber auch mit der Leitungsebene gesprochen, um da einfach nochmal mehr Einblicke zu kriegen und so ein bisschen rauszufinden, gibt es da überhaupt ein Problem? Und wir wollten das einfach so ein bisschen eingrenzen, um einfach zu sehen, in welche Richtung soll unser Reifegradmodell aufgehen. Genau, der zweite Schritt in dem Flussdiagramm ist der Vergleich bestehender Reifegradmodelle. Dafür haben wir eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um eben herauszufinden, welche Reifegradmodelle für Barrierefreiheit es schon gibt. Wir haben dabei 25 Reifegradmodelle gefunden, die wir dann auch analysiert und verglichen haben anhand von Anforderungen, die wir aufgestellt haben, um einfach zu schauen, welche Reifegradmodelle gibt es eben und können die vielleicht schon das widerspiegeln oder das machen, was wir uns vorgestellt haben. Deswegen haben wir die verglichen. Und anschließend sind wir zum dritten Punkt gekommen, nämlich der Festlegung der Entwicklungsstrategie. Wir haben nämlich festgestellt, dass es zwar viele Reifegradmodelle gibt, dass keins davon aber wirklich unseren Anforderungen genügt und deswegen haben wir uns entschieden, dann ein eigenes Reifegradmodell neu zu entwickeln. Bin ich jetzt zu hören? Ja. Okay. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass ich stumm geschalten wurde oder nicht. Deswegen. Doch, wir hören dich, ja. Okay.
Danke. Genau, damit kommen wir auch schon in die iterative Reifegradmodellentwicklung. Da sind wir so vorgegangen, dass wir zuerst mal gesammelt haben, welche Indikatoren es überhaupt alles gibt, also wie man sozusagen an Hochschulen messen kann, wie digital barrierefrei sie sind, beziehungsweise wie fähig sie sind, dann auch die digitale Barrierefreiheit umzusetzen. Das waren super viele, es waren über 300 Stück. Deswegen mussten wir danach die Indikatoren wieder ein bisschen reduzieren, um eben die relevanten Indikatoren rauszupicken, die möglichst einen kompletten Überblick über die gesamte Hochschule geben, aber gleichzeitig eben so, dass das Reifegradmodell noch relativ niedrigschwellig anwendbar ist und man nicht Jahre braucht, um es überhaupt auszufüllen. Genau, und das, was wir dann ausgewählt und erarbeitet haben, haben wir dann iterativ mit verschiedenen Expertengruppen überarbeitet und evaluieren lassen. Und so genau ist dann irgendwann unsere erste Version des Reifegradmodells entstanden, die wir jetzt eben auch vorstellen. Nach der iterativen Reifegradmodellentwicklung kommt nach dem Flussdiagramm die Konzeption von Transfer und Evaluation. Und da wollten wir nochmal den Fokus auch auf die Handlungsempfehlungen setzen. Da wollten wir nämlich nicht nur einfach ein paar Handlungsschritte, sage ich mal, hinschreiben, sondern da auch ein bisschen tiefer gehendes Wissen mit einbringen. Und deswegen haben wir zusätzlich nochmal Fokusgruppen und Experteninterviews durchgeführt, um eben auch so ja, Insights von anderen Hochschulen zu erfahren, wie es vielleicht Leute, die schon oder Hochschulen, die schon sehr weit fortgeschritten sind, eben machen, welche Fehler sie vielleicht begangen haben, aus denen man lernen kann und so weiter, dass man da einfach nochmal ein bisschen tiefgründigeres Wissen hat. Und zusätzlich haben wir dann eben die Transfermittel implementiert. Das ist eben einmal zum Beispiel die Anleitungen oder Anwendungshinweise, die wir eben für das Reifegradmodell haben, damit man überhaupt weiß, wie kann man das Reifegradmodell anwenden, was muss man vielleicht beachten, wie geht man dabei vor. Dann gibt es natürlich ein Anwendungstool, um das Reifegradmodell überhaupt anwenden zu können. Das ist im Moment in Form von einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir noch einen zusätzlichen Moodle-Kurs erstellt, um die Handlungsempfehlungen beziehungsweise die ganzen Informationen, die wir eben auch aus den Fokusgruppen und Experteninterviews bekommen haben, noch besser zu verpacken. Genau, und der letzte Punkt in dem Flussdiagramm ist die Durchführung der Evaluation. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, weil wir da im Moment sozusagen sind und da haben wir ja nachher nochmal den Punkt aktueller Stand. Deswegen verschieben wir das auch später. Genau. Also das ist unser Reifegradmodell. Ja, wir haben gedacht, Reifegradmodell ist vielleicht ein Begriff, der auch ein bisschen abstrakt und nicht so gut greifbar ist. Und deswegen wollten wir die Metapher des Rucksacks einführen. Man kann sich das Reifegradmodell nämlich so ein bisschen wie eine Art Rucksack vorstellen, in dem wir all die verschiedenen Transfermittel oder Hilfsmittel, die wir eben dafür entwickelt haben, gepackt haben, damit andere Hochschulen, sage ich mal, ihren Weg hin zur barrierefreien Hochschule erfolgreich meistern können. Und die einzelnen Teile, die in dem Rucksack so versteckt sind oder eingepackt sind, die wollen wir jetzt vorstellen. Aber ich gebe noch mal einmal kurz eine Übersicht, was alles in unserem Rucksack enthalten ist. Nämlich zum einen eine Übersicht über das Reifegradmodell, um erstmal einen Überblick zu bekommen. Dann ein Analysetool, die Ergebnisdarstellung des Ist-Zustands in Form von einem Diagramm. Und als letztes eben die Handlungsempfehlungen. Genau, das ist so das Paket, das wir Ihnen vorstellen wollen. Und dafür würde ich jetzt auch erstmal an Anja weitergeben, damit sie uns ja die ersten Tools zeigen kann. Ja, vielen Dank, Nadine. Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt richtig neugierig, wie konkret denn jetzt das Reifegradmodell aussieht. Und vor allem, wie Sie es an der Hochschule anwenden können und was Sie am Ende rausbekommen. Genau das möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Es geht jetzt erstmal über eine Übersicht. Sie bekommen jetzt eine Übersicht, wie denn das Reifegradmodell grob aufgebaut ist. Nadine hatte ja schon erzählt, wir waren am Anfang sehr breit aufgestellt im Sondierungsprozess. Und mussten uns aber auf die wesentlichen Handlungsfelder und Unterbereiche konzentrieren. Das Reifegradmodell ist aufgebaut in Dimensionen und sogenannte Indikatoren.
Wir haben also vier Dimensionen. Im Grunde genommen stehen die Dimensionen für ja, die zentralen Handlungsfelder, die an einer Hochschule sind. Und die Indikatoren gehen in den jeweiligen Dimensionen nochmal etwas ja, feinjustiert in die Tiefe. Also das sind ja Unterbereiche, Teilbereiche, in denen eben digitale Barrierefreiheit relevant ist. Und diese Indikatoren kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, wie so Scheinwerfer, Spotlights, mit denen man dann ja, dieser Komplex Hochschule sich etwas näher anschaut und an den bestimmten Aspekten eben genauer hinschaut und analysiert, wie es denn da um die digitale Barrierefreiheit bestellt ist. Ja, Spotlight ist das Stichwort hier, das Spotlight auf unser Reifegradmodell, das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Sie sehen im Innenkreis abgetragen die vier Dimensionen, Beratung und Support, der große Bereich Lehre und Lernen, der Bereich Strategie und schließlich noch Struktur. Und außen abgetragen, der Außenkreis stellt die 19 Indikatoren dar. Vermutlich können Sie jetzt, weil das eine sehr kleine Schrift ist, die Indikatoren nicht lesen. Ich würde einfach ein paar Indikatoren exemplarisch nennen, damit Sie sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Also wir hätten zum Beispiel in dem großen und wichtigen Bereich der Dimension Lehre und Lernen wäre das der Nachteilsausgleich ganz klassisch oder auch die Training und Unterstützung, also Schulungsangebote für Lehrende oder der ganz wichtige Bereich Sensibilisierung, also wie bekommt man überhaupt die Thematik an die Hochschule, indem man für die Wichtigkeit, für die Relevanz auch sensibilisiert. In der Dimension Struktur wäre das zum Beispiel auch klassisch der Webauftritt. Das ist sicherlich für viele die erste Assoziation bei digitaler Barrierefreiheit. Ist der Webauftritt barrierefrei? Aber auch so etwas Wichtiges wie finanzielle und personelle Ressourcen. Also ohne die sind ja keine Optimierungsprozesse denkbar oder nur sehr sporadisch. Ja, und der Bereich der Strategie sind eigentlich Prozesse, die man so ein bisschen als Top-Down bezeichnen könnte. Also was ist von Hochschulleitung auf Hochschulebene gewollt oder schon, ja, schon angesetzt? Da wäre so etwas wie Partizipation. Also ist das ein Thema, was für die Hochschule von Relevanz ist? Oder hat denn die Hochschule zum Beispiel die Zielgruppe Studierende mit Behinderung für sich schon als Zielgruppe überhaupt erkannt und kann für diese Zielgruppe etwas anbieten? Ja? Also das wären so diese einzelnen Aspekte, die man sich eben mit der Analyse genauer anschaut. Ja, wie wendet man das Reifegradmodell denn jetzt ganz konkret an? Also das ist eigentlich relativ simpel, denn zu jedem der 19 Indikatoren gibt es eine Frage, die Sie beantworten. Und wir haben fünf vorgegebene Antwortmöglichkeiten. Und das kann man sich so vorstellen, dass diese Antwortmöglichkeiten jeweils für die Ausprägung der digitalen Barrierefreiheit eben bezogen auf diesen Indikator stehen. Das heißt, indem Sie sich für eine Antwortmöglichkeit entscheiden, wird die digitale Barrierefreiheit, die Reife dessen gemessen. Ja, und vielleicht nochmal zur Systematik dieser fünf Stufen, um nochmal zu verstehen, wie die sich auch untereinander abgrenzen. Genau, Stufe 0 wäre ganz klar, dieser Indikator, also dieser Aspekt ist einfach in der Hochschule noch nicht vorhanden, also noch nicht. Man will sich ja auf den Weg machen. Stufe 1 entspricht, dass bestimmte Prozesse vielleicht stattfinden, aber nur sehr vereinzelt. Ja, wie es schon hier heißt, Einzelfälle eben nur in Einzelfällen, völlig unkoordiniert, ungesteuert, sehr sporadisch. Die Stufe 2 wäre, wenn die Prozesse doch schon ja, stattfinden und auch vielleicht wiederholt, aber in Abgrenzung zu Stufe 3 eben, dass sich das noch nicht etabliert hat oder auch strukturell eben noch nicht verankert ist. Stufe 3 steht genau für das, ist im Grunde genommen auch schon eine sehr gute Stufe, also fortgeschrittene Stufe.
Da ist eben die Etablierung, die strukturelle Verankerung und die Verantwortlichkeiten sind geklärt. Und die Stufe 4, ganz klar, das ist die beste, die man erreichen kann, Best Practice. Die grenzt sich zu Stufe 3 insofern nochmal ab, als hier dann die Prozesse auch ja, evaluiert werden und ja, im Sinne von Nachhaltigkeit dann auch stetig verbessert werden. Ja, jetzt kommen wir wirklich ganz konkret zu dem Analyse-Tool. Das gucken wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Genau, dies liegt vor, momentan als Excel-Tabelle. Ich komme da später noch mal darauf, dass es vermutlich noch mal ein weiteres Format geben wird. Momentan eben die Excel-Tabelle. Hier sehen Sie einen Auszug aus der Dimension Lehren und Lernen. Ich erläutere mal ein bisschen, was Sie hier erkennen können. Also für jede Dimension gibt es ein eigenes Tabellenblatt. Das sehen Sie unten. Das sind die vier verschiedenen Reiter, die farbigen Reiter. Links abgetragen wären dann die jeweiligen Indikatoren und dann steht dort auch schon die entsprechende Frage. Und dann die folgenden Spalten sind eigentlich die vier Stufen, fünf Stufen, 0 bis 4. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch weitere Spalten. Da ist zum Beispiel also die eine Spalte Einstufung, ganz klar, dort ist die Entscheidung, auf welche Stufe Sie sich denn einstellen, auf welche Stufe Sie sich sehen. Und die Spalte Begründung würde dann nochmal, das ist optional, die Möglichkeit geben, dass man dies auch nochmal begründet. Das heißt, auch hier transparent macht, an was man das festmacht, dass man sich auf dieser Stufe einordnet. Das ist sicherlich hilfreich für die eigene Hochschule auch untereinander. Man wird wahrscheinlich, wir vermuten das oder wir empfehlen das auch, kollaborativ mit diesem Tool ja arbeiten. Es ist nicht sicherlich nicht nur eine Person, die damit arbeitet. Und insofern wäre das sicherlich an der Stelle hilfreich, wenn man dort auch vermerkt, warum man sich auf eine bestimmte Stufe auch einordnet. Und ganz rechts, das ist hier nur so ein bisschen angeschnitten, da ist auch nochmal die Möglichkeit, weitere Anmerkungen zu machen und auch zu benennen, wer denn eigentlich sich dieser Fragende widmen könnte. Wir sind ja gerade momentan in so einer Evaluationsphase und von einer Hochschule wissen wir zum Beispiel, dass sie das quasi von hinten etwas aufgezogen haben und sich diese Tabelle genommen haben und erst einmal entschieden, wer denn welche Frage bearbeitet. Das heißt, mit der ganz rechten Spalte zuerst gearbeitet hat und hier festgelegt hat, wer bekommt denn welche Frage. Wie man dann das Tool unterschiedlich auch anwenden kann, da komme ich auch gleich noch dazu. Vielleicht nur mal kurz, weil das hier so offensichtlich ins Auge springt, diese roten Punkte. Das sind kleine Buttons und zwar sind die hier eingesetzt an bestimmten Begrifflichkeiten, die vermutlich zwar geläufig sind, also hier zum Beispiel ganz links Nachteilsausgleich. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich hilfreich, hier auch eine gemeinsame Definition zu haben. Also hier erscheinen dann Definitionen, also sie kommen dann zu einem Glossar von den wesentlichen Begriffen, die wir hier verwenden, um da, wie gesagt, eine Einheitlichkeit herstellen zu können, eine Vergleichbarkeit und es geht ja hier schließlich auch um eine Messung. Ja, kommen wir konkret zu der Anwendung. Was relativ einfach zu beantworten ist, weil Sie das jetzt auch schon gesehen haben, wie wendet man es an? Es ist ein Ausfüllen eben dieser Excel-Tabellenblätter. Ausfüllen hört sich so schnell und einfach an. Wir würden vermuten, dass es sicherlich an manchen Stellen sehr viel Zeit braucht, um zu überlegen, auf welcher Stufe man sich da einordnet. Es braucht sicherlich Rückfragen. Sie haben gesehen, wie breit aufgestellt die Thematiken sind, die Indikatoren. Und entsprechend ja, braucht es da sicherlich ein bisschen Zeit und Muße. Was ich schon gesagt hatte, wir sind im Prozess und überlegen, dass es dieses Tool eben auch als Webanwendung geben wird. Das ist sicherlich nochmal optional sehr schön, um nochmal das Handling zu erleichtern. Ja, und dann ist die große Frage, wer wird dieses Reifegradmodell anwenden? Und da sind wir
Ja, da sind wir sehr offen und sehr flexibel. Das lässt ja auch das Reifegradmodell zu, dass es sehr flexibel ist, wer es wie anwendet. Und das muss auch so sein, weil jede Hochschule ist sicherlich anders aufgestellt. Vielleicht gibt es Hochschulen, die auch schon einen Arbeitskreis haben, digitale Barrierefreiheit oder an ähnliche Themen, also Inklusion oder Digitalisierung etc. Vielleicht nimmt es auch eine Person erst einmal ja, in die Verantwortung. Das ist sicherlich auch insgesamt hilfreich, wenn es eine Person ist, bei denen die Fäden zusammen laufen. Und jede Hochschule kann dann für sich entscheiden, wie sie mit dem Tool arbeiten, wer welchen Bereich bearbeitet, wer welche Frage beantwortet. Wie gesagt, das ist sicherlich ein großes Plus, dass da hier eine Flexibilität auch vorhanden ist. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was Sie, wenn Sie das dann ausgefüllt haben, erhalten. Sie erhalten nämlich zweierlei. Zum einen ist es tatsächlich erst einmal nur in Anführungsstrichen das Ergebnis von Ihrer Einstufung, nämlich eine Visualisierung dessen. Und zwar anhand einer Netzstruktur. Das erkennen Sie jetzt hier. Außen abgetragen die Indikatoren. Und in der Mitte erkennt man dann die Einstufungen, die Sie dann vorgenommen haben. Und ja, was der große Vorteil ist, dass man auf einen Blick sofort erkennt, wie ist der Ist-Stand, also wo sind wir schon sehr gut unterwegs und in welchen Bereichen ist tatsächlich noch Potenzial. Und ja, man kann auch natürlich, das ist auch so gedacht, das ist ja ein Prozess, sich eine digitale Barrierefreiheit an einer Hochschule herzustellen. Man kann das Reifegradmodell in bestimmten Zeitabständen mehrfach anwenden und dann kann man auch anhand eben dieser Visualisierung sehen, wo man sich verbessert hat. Ja, und das Zweite, was Sie erhalten, und es wäre sehr traurig, wenn man bei der Analyse stehen bleibt, was wäre Wissen ohne Handeln? Da erhalten Sie natürlich die Handlungsempfehlungen. Und Sie bekommen, das ist dann bei der Excel-Anwendung so, dass es ein weiteres Tabellenblatt ist, wo Sie dann entsprechend die Handlungsempfehlungen bekommen, die Ihrer Stufeneinteilung entsprechen. Ja, und Handlungsempfehlungen verstanden als Hinweise, als kleinschrittige ja, Ansatzpunkte, wie Sie jetzt die Veränderung bewirken können und vorankommen, eben in Bezug auf digitale Barrierefreiheit. Und die Handlungsempfehlungen, da gebe ich jetzt gerne auch noch mal weiter an meine Kollegin, die diesen Punkt auch noch mal aufgreifen wird, denn Schaffel hat zusätzlich auch noch mal etwas für Personen, die sich intensiv mit Handlungsempfehlungen auseinandersetzen möchten. Ganz genau. Wie Anja gerade schon erwähnt hat, bekommen Sie in dem Analyse-Tool auf Ihr Analyseergebnis zugeschnittene Handlungsempfehlungen schon mal, die Ihnen erste Anknüpfungspunkte geben können, wo und wie Sie sich in diesem Bereich weiterentwickeln können. Wenn Sie darüber hinaus aber noch mehr Informationen um diese Handlungsempfehlungen herumsuchen, dann gibt es dafür eine weitere Plattform, und zwar die Sammlung Digitale Barrierefreiheit an Hochschulen in Moodle. Diese Sammlung kann ja zum einen als Ergänzung für das Reifegradmodell genutzt werden oder auch ganz unabhängig davon. Auf der Plattform können sich also eigentlich alle Hochschulakteure informieren, welchen Beitrag sie dabei leisten können, die Hochschule digital barrierefrei zu gestalten. Aktuell haben wir 9 Bücher zu verschiedenen Themen der digitalen Barrierefreiheit, durch die man sich eben entweder einfach durchklicken kann oder ganz spezifisch nach Informationen suchen kann. Das macht die Navigation in Moodle möglich. Ja, neben einer Übersicht auf der Startseite können Sie sich auch zu jeder Zeit das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite abrufen, um eine Übersicht über die verschiedenen Themenbücher zu bekommen. Und innerhalb der Bücher können Sie sich anhand des Inhaltsverzeichnisses auf der rechten Seite orientieren. Jedes Buch besteht aus mehreren Kapiteln, sodass man ja das Thema eben nicht immer komplett durcharbeiten muss, sondern auch in den kleinschrittigeren Kapitelnamen die Möglichkeit hat, nach spezifischen Informationen noch mal ein bisschen zu scannen und zu suchen und am besten dann auch zu finden.
Genau, die Themen, die wir aktuell in den Büchern aufbereitet haben, kommen Ihnen jetzt vielleicht schon ein bisschen bekannt vor aus dem Reifegradmodell, was gerade Anja vorgestellt hat. Das sind zum einen Beratung und Anlaufstellen, Sensibilisierung, das Thema Nachteilsausgleich, Feedbackmanagement, Studium und Lehre, Strategieentwicklung, Anreizsysteme, IT und Technik und das Thema Beschaffung. Jetzt wollen wir noch einmal etwas genauer in die Bücher und ihre Struktur hineinschauen. Jedes Buch besteht, wie schon erwähnt, aus mehreren Kapiteln. Wir haben immer ein allgemeines Kapitel zu Beginn, häufig auch ein eigenes Kapitel zu rechtlichen Hinweisen und dann werden alle Inhalte eben auf kleinere Themen in Kapiteln aufgeteilt. Um sich ja nochmal besser orientieren zu können, auch innerhalb der Kapitel und die ja, vielleicht manchmal ein bisschen trockenen oder umfangreichen Themen ansprechender zu gestalten, gibt es immer vier wiederkehrende Elemente, die in den Texten eingebettet sind. Wie eben schon erwähnt wurde, sind die Handlungsempfehlungen der zentrale Kern und auch die Verbindung zum Reifegradmodell. Diese erkennen Sie an dem grünen Checkpunkt. Das sind, wie der Name schon sagt, kurze und konkrete Empfehlungen für die nächsten Schritte. Genau. Darüber hinaus gibt es die gelbe Glühbirne, hinter der sich spannende und interessante Zusatzinfos befinden, also zum Beispiel sowas wie Studienergebnisse aus der BEST-3-Studie oder auch andere Tipps, die bei Ihnen vielleicht noch mal ein bisschen den Aha-Effekt bringen sollen. Genau. Zusätzlich kann man auch durch die Zitate, die mit den Anführungszeichen gekennzeichnet sind, ja einen kleinen Einblick in die Praxis bekommen. Diese Zitate stammen nämlich zum einen aus einer Bedarfserhebung, die wir zu Beginn des Projektes mit Studierenden, Lehrenden und Leitenden von den vier Partnerhochschulen durchgeführt haben. Und zum anderen aus Fokusgruppen, die wir extra für diese Plattform mit Expertinnen im Feld digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen geführt haben. Und zuletzt finden Sie an vielen Stellen Good Practice-Beispiele, auch eben aus der Praxis an Hochschulen, erkennbar an dem roten Stern. Das können zum Beispiel Leitfäden sein oder Strategiepapiere, aber auch sowas wie Social-Media-Kanäle, die das besonders gut machen oder Aktionstage, Beratungsangebote. Also da gibt es meistens passend zu den Handlungsempfehlungen nochmal Good Practice-Beispiele. Genau, wie das aussieht, können wir uns jetzt einmal anschauen. Sie sehen, es gibt immer einen Text, wo das Thema grob umrissen ist. Zwischendurch sieht man dann hier ein Zitat oder die Zusatzinfo. Und häufig am Ende der Kapitel sind dann die Handlungsempfehlungen und die Good Practice-Beispiele nochmals zu finden. Genau, wie ist der aktuelle Stand? Wie auch gerade schon mal kurz erwähnt wurde, befinden wir uns gerade in der Evaluationsphase. Für das Analysetool ist die erste Pilotphase mit mehreren Projekthochschulen bereits im April diesen Jahres mit einer Auftaktveranstaltung gestartet. Da wurde das Reifegradmodell und das Analysetool vorgestellt, sodass ja, es jetzt gerade an den Hochschulen selbst ist, das anzuwenden und auszufüllen. Dabei wollen wir vor allem Erkenntnisse über die Anwendbarkeit dieses Reifegradmodells sammeln. Und auch die Sammlung der Handlungsempfehlungen geht gerade in die erste Erprobungsphase. Dafür haben wir ganz spezielle Personen ausgewählt, die im Thema Barrierefreiheit oder einem bestimmten Amt wie der Beauftragten für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung an ihrer Hochschule recht neu sind und sich eben ja mit Hilfe unserer Sammlung einen ersten Zugang zu dem Thema verschaffen wollen. Diese testen die Plattform gerade auf Herz und Nieren und werden uns dann in qualitativen Interviews hoffentlich reichliches, hilfreiches Feedback zum einen zum Aufbau und der Struktur des Kurses, aber auch zu den Inhalten und Themen geben. Außerdem arbeiten wir gerade daran, die Verbindung der zwei Produkte noch ein bisschen besser auszubauen, sodass sie sich, ja, dass sie perfekt ineinander greifen und auch gemeinsam eben genutzt werden können. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt bereit, vielleicht möglicherweise aufgekommene Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank euch für eure Informationen.
Wir haben schon eine Frage hier im Chat, die werde ich gleich stellen, aber jetzt Einladung an alle, hier einfach ihre Fragen reinzustellen. Wir geben uns größte Mühe, zufriedenstellende Antworten zu finden. Und ja, die erste Frage heißt, wird der Entwicklungsverlauf der einzelnen Indikatoren auch grafisch dargestellt? Ich glaube, da geht es sowas um so eine Diff-Darstellung. Wie weit habe ich mich verbessert zum letzten Mal oder verschlechtert? Also ich beantworte das mal oder ich versuche es zu beantworten. Im Moment, dadurch, dass unser Reifegradmodell jetzt zum ersten Mal angewendet wird, war unser Fokus jetzt erstmal darauf, den aktuellen Stand erstmal darzustellen. Und wir würden wahrscheinlich dann auch gerade in der Evaluation nochmal mit den Evaluationspartnern auch darüber reden, wie es wohl sinnvoll ist, das dann auch darzustellen, wenn die sagen, sie würden das gerne öfters anwenden und dann auch tatsächlich, sage ich mal, die Veränderungen auch darzustellen. Also dafür haben wir jetzt noch keine konkrete Lösung erarbeitet, aber es ist schon das Ziel, dass man auch sehen kann, eben dann, wie die Veränderungen auch stattgefunden haben, wo man sich verändert hat und so weiter. Ja, so ganz spontan, so eine einfache Lösung wäre wahrscheinlich einfach eine zweite so Linie, Zickzack-Linie, die wir gesehen haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz zeigen, da einzuzeichnen mit einer anderen Farbe und anderer Text, Schraffur dann oder Linien, Form, also zum Beispiel gestrichelt. Das darf also nicht, sich nicht nur mit durch die Farbe unterscheiden. Wir wollen uns ja auch an Barrierefreiheitsregeln halten. Und dann könnte es aber natürlich schon sein, dass es, wenn es sich überdeckt und so, nicht immer so ganz schön sichtbar wird. Aber das wäre so ein erster Ansatz. Ja. Ich denke, wir werden da ein bisschen experimentieren, ja, genau, und dann auch das dann in die Webanwendung einbauen. So, nächste Frage ist, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Ah, da gibt es einige. Ja, verfügt Ihre Hochschule über ein Team von Gebärdensprachdolmetscher und Audiobeschreibern, die sich um Lehrmaterial für Studierende mit Barrierefreiheit kümmern. Also wir sind ja ein Verbund von vier Hochschulen und die Hochschule, die da am ehesten in Frage kommt, wäre die PH Heidelberg, glaube ich. Anja, willst du da was dazu sagen? Ja, ich kann da gerne was dazu sagen. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ach, das wäre ja wunderbar. Da würde ich mich richtig freuen, wenn ich jetzt hier sagen könnte, genau so ist es bei uns. Leider ist das tatsächlich nicht der Fall. Aber das wäre tatsächlich Stufe 4, Best Practice, wenn das möglich wäre. Jetzt konkret bei uns an der PH Heidelberg gibt es einen Umsetzungsdienst. Also da gibt es Möglichkeiten, tatsächlich in der Richtung Lehrmaterialien etwas barrierefrei zu gestalten für Sehbeeinträchtigte. Aber was auch eine Möglichkeit wäre, ist, dass es eine Stelle gäbe, dass es ein bisschen mehr koordiniert. Aber zum Beispiel, also jetzt konkret mit Gebärdensprachdolmetschern, das läuft ja auch wegen der Kosten jeweils immer über die einzelnen Studierenden, die eben einen Gebärdensprachdolmetscher gerne hätten. Und da könnte natürlich im besten Fall, ich fantasiere jetzt mal, die Universität oder die Hochschule sozusagen Unterstützung bieten, das zu koordinieren. Aber das ist leider auch alles noch Zukunftsmusik. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es gibt vielleicht vereinzelt einige Hochschulen, wo das in Ansätzen schon vorhanden ist in Deutschland. Aber ich glaube, da müssen wir sogar eher ins Ausland gehen und dort neidisch hinschauen, weil da gibt es das tatsächlich eher schon. Judith, wie ist das im Bielefeld-Bereich? Ihr habt ja so eine Umsetzungsstelle im Prinzip. Also es gibt Umsetzungsdienste auch von der ZAP. Vielleicht kann Kim da noch mehr zu sagen. Also wir haben viele, in der zentralen Anlaufstelle barrierefrei gibt es viele Tools, wo auch die Studierenden dann selbst befähigt werden, sich zu helfen, und wo das nicht möglich ist, gibt es Umsetzungsservices, aber noch nicht so umfangreich, dass da wirklich große Gruppen mit abgedeckt werden können. Aber vielleicht kann Kim noch was ergänzen. Genau, nee, also ich kann mich dem anschließen. Also es ist tatsächlich auch in Entwicklung, dass man so eine Art Service Desk ja auf die Beine stellt. Und wie gesagt, wir hier in der ZAP bieten das auch auf jeden Fall an, aber es gibt eben noch nicht die eine verstetigte Stelle, die dann als Anlaufstelle nur barrierefreie Materialien oder Dolmetscherdienste oder ähnliches anbietet. Aber ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert.
Also auch hier gibt es mehrere Stufen, wie beim Reifegradmodell bei den Indikatoren. Und zur Hochschule der Medien muss ich sagen, wir sind da, glaube ich, auf einer ziemlich tiefen Stufe. Es ist im Prinzip den einzelnen Dozierenden überlassen, ob sie sich darum kümmern oder nicht. Und ein Budget oder sowas gibt es überhaupt nicht. Dann haben wir sowas wie beim ZAP in Bielefeld, wo man, glaube ich, schon darauf achtet, dass auch die Lernmaterialien barrierefrei sind und auch Tipps gibt, wenn sich Dozierende dran wenden und sagen, könnt ihr das mal prüfen, ist das okay, so die Folien zum Beispiel, wenn es dann um Audiobeschreibungen geht oder sowas. Und dann gibt es ein anderes Modell, das ist beim KIT in Karlsruhe, das weiß ich, da gibt es ja, das heißt Access at KIT, das Zentrum, und die machen praktisch zentral mit Hilfe von Studierendenhilfskräften die Umsetzung von Lernmaterialien, auch bei Prüfungen, und machen das praktisch eigenständig und nehmen damit die Arbeit den Dozierenden ab. Ja, wir haben auch noch mehr Fragen. Wurde, jetzt muss man schauen, das ist so voll hier mit dem Chat, genau, wurde bei den Befragungen konkret auf die Einbindung von Personen mit Behinderungen geachtet? Ich denke, von diesen ist das Feedback am relevantesten. Und wurden zur Ermittlung des Reifegrades auch Nichtstudierende mit verschiedenen Behinderungen befragt? Gegebenenfalls verhindern ja Barrierefreiheitsprobleme, dass überhaupt ein Studium begonnen werden kann. Nämlich da was zusammen. Vielleicht, also ich habe den Chat leider nicht offen, kannst du vielleicht nochmal, das waren ja zwei Fragen, die erste Frage einmal Also, nochmal. ob wir auf die Einbindung, also Partizipation von Personen mit Behinderungen geachtet haben, das war die erste Frage. Also auch gerade bei der Konzeption und Evaluation des Reifegradmodells. Also wir haben, wie gesagt, ganz am Anfang diese Umfrage auch mit Studierenden gemacht, wo eben vor allem auch der Fokus war auf Studierende mit Beeinträchtigungen oder die irgendwelche Umstände haben, die ihr Studium erschweren. Wir haben uns da auch gar nicht unbedingt nur auf die Behinderung festgelegt, sondern auch sowas wie Pflegeverantwortung oder so auch mit aufgenommen und haben daraus sehr viele Erkenntnisse gezogen, genauso mit den Interviews, die wir da geführt haben. Auch die haben wir auch mit Studierenden eben mit verschiedenen individuellen Umständen geführt, um da eben einfach Input zu kriegen. Wir haben dann aber bei der Sammlung von den Indikatoren und so schon mehr uns auf die Literatur auch fokussiert. Klar, da ist wahrscheinlich, hoffe ich doch mal, auch viel mit Partizipation entstanden, aber da haben wir jetzt selbst keine Studierenden oder so mit selbst mit Behinderung involviert. Bei der Evaluation von unserem Reifegradmodell ist es jetzt schon so, dass auch gerade Hochschulen auch dabei sind, wo auch Leute angestellt sind, die zum Beispiel eine Behinderung haben. Also wir haben es jetzt noch nicht evaluiert mit Studierenden zum Beispiel, die eine Behinderung haben. Wir haben das auch mal überlegt. Wir sind auch noch nicht ganz abgekommen davon, das zu machen. Wir haben aber entschieden, dass wir uns erstmal auf sozusagen die Strukturen von den Hochschulen fokussieren und auf die Studierenden ja selber auch nicht so die Einblicke haben, wie jetzt die ganzen Strukturen an so einer Hochschule funktionieren und wollten erstmal schauen, dass es sozusagen darauf ausgelegt ist. Da wir jetzt noch 1,5 Jahre Zeit haben durch die Verlängerung, ist es aber auf jeden Fall noch eine Option, da auch nochmal, gerade vielleicht auch mit Studierenden, die sich in der ASDA oder sowas, vielleicht doch ein bisschen auch mit Strukturen auskennen, da nochmal, in Gespräche zu gehen. Also wäre Ich sowas gerne ergänzen. wie so eine Korrelation, ob die besteht zwischen quasi des Zustandes anhand des Reifegradmodells zur Zufriedenheit der Studierenden mit Behinderungen, sowas. Die Zufriedenheit der Studierenden wird ja jetzt nicht direkt abgefragt, sondern auch man könnte eben sagen, ja, da gibt's, wäre wünschenswert natürlich, dass da eine gute Korrelation gibt. Die zweite, du kannst gleich noch was dazu sagen, Nadine. Ich wollte jetzt gleich nochmal den zweiten Teil der Frage vorlesen. Da geht es jetzt darum, es kann ja sein, dass Leute gar nicht studieren konnten, weil sie einfach nicht die Struktur vorfinden für ein Studium. Und ob wir sozusagen Nichtstudierende oder Kandidaten für Studium mit Behinderungen auch irgendwo mit partizipieren ließen. Also tatsächlich muss ich zugeben, dass ich daran überhaupt nicht gedacht habe. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal ein interessanter Input, weil also da, ja, also wir haben schon auch mit
Leuten natürlich geredet, die auch studiert haben oder noch studieren mit einer Behinderung. Aber wie gesagt, also ich persönlich bin tatsächlich gar nicht auf die Idee gekommen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Input. Vielleicht als kleine Ergänzung, das ist jetzt nicht dazu, aber zumindest die potenziellen Studierenden, also die SchulabgängerInnen, die eine Behinderung haben und an der Hochschule sich bewerben wollen, an die haben wir schon gedacht. Also da sind Handlungsempfehlungen zum Beispiel in dem Kurs, die auch darauf nochmal eingehen, zu sagen, ihr achtet nicht nur auf die Studierenden, die ihr schon habt, sondern auch die, auf die, die noch kommen wollen. Also gibt es zumindest da Handlungsempfehlungen für die Menschen, dass sie das auch mit bedenken. Super. Und jetzt kommt die Frage, da ist jemand schon dabei, mit genau dem Shuffle-Reifegrad-Modell zu arbeiten, was eigentlich so eine Partnerhochschule bzw. ja, Pilothochschule. Und wann denn jetzt die neuen Sachen, die ihr vorgestellt habt, also diese Sammlung wahrscheinlich vor allem von Judith, wenn die jetzt also auch freigegeben werden, dass man sie nutzen kann? Genau, also es gibt die Sammlung schon und die können wir auch, also die auf Anfrage, ich schreibe mal nochmal meine E-Mail-Adresse gleich in den Chat, dann schreiben Sie mir gerne nochmal eine E-Mail. Wir wollten es jetzt noch nicht der großen Masse zur Verfügung stellen, aber auf Anfrage können wir da die Zugänge schon weitergeben. Das, was eben noch nicht da ist, was noch, woran wir dann arbeiten in der Zukunft, ist diese klare Verbindung, also zum Beispiel durch Verlinkung oder sowas zum Reifegradmodell. Also gerade müsste man sich noch selber quasi die Verbindung suchen oder die Inhalte raussuchen, die man braucht. Aber die Inhalte gibt es schon und genau, da ist meine E-Mail-Adresse. Schreiben Sie mir gerne, dann kann ich Ihnen den Zugang zu dem Kurs auch schon geben. Und wenn man jetzt generell Interesse hat, damit zu arbeiten und bei der Evaluation mitzumachen, an wen kann man sich wenden? An Nadine oder an mich. Theoretisch stehen die Daten ja auch auf unserer Shuffle-Homepage bei den jeweiligen Projekten immer die Ansprechpersonen, die dafür geeignet sind. Aber ich denke, hier jetzt in unserer Runde alle Sprecherinnen, Anja, Nadine oder mich, kann man da auf jeden Fall anschreiben. Super. Vielleicht gibt es auch Leute, die dabei sind, die jetzt nicht aus dem Hochschulkontext kommen. Reifegradmodelle kann man ja grundsätzlich auf im Prinzip alle Organisationen anwenden. Allerdings, inwieweit kann man das Shuffle-Reifegradmodell zum Beispiel auf eine Firma anwenden oder eine andere Organisation? Geht es so einfach? Das ist eine reine Meinung, die ich jetzt sage, weil wir haben es natürlich nicht ausprobiert, aber wir haben schon unser Reifegradmodell so entwickelt, dass es schon explizit für Hochschulen ist. Also gerade so Themen wie Nachteilsausgleich ist natürlich was einfach konkret für Hochschulen gedacht ist und auch schwer auf andere Organisationstypen wahrscheinlich übertragbar. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass es da groß welche gibt, wo das geht. Ich denke, es gibt schon ein paar Indikatoren, die man vielleicht zumindest teilweise übernehmen könnte. Sowas wie Beschaffung oder so wird vermutlich in vielen Firmen relevant sein, genauso wie der Webauftritt. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, wie dann die Prozesse gestaltet sind, ob die den Hochschulprozessen ähneln oder nicht. Also wie gesagt, wir haben es nicht ausprobiert, aber meine Vermutung ist, dass man es nicht einfach übertragen kann, sondern dass man sich dann schon genau angucken müsste, welche Indikatoren passen und vor allem auch fehlen vielleicht noch Indikatoren, die für Hochschulen vielleicht nicht so relevant sind, aber in der eigenen Firma vielleicht dann relevant sind und noch mit eingefügt werden müssen. Also höchstwahrscheinlich muss man es überarbeiten. Ja, ich würde an der Stelle auch ergänzen. Ich würde das, glaube ich, ähnlich sehen, so etwas vorsichtig formulieren. Aber es bietet sich ja schon auch an und es ist irgendwie so ein bisschen sehr, ja, man hat sogar Lust, sich das zu überlegen, wie man das übertragen kann. Und die Struktur ist da ja schon sehr adaptierbar. Also man kann durchaus sich überlegen, welche Bereiche übertragbar sind eben in andere Bereiche und welche man dann etwas verändern müsste. Also ja, die Überlegung wäre spannend, auf jeden Fall das zu machen. Und offensichtlich ist da ja auch ein Bedarf, genau in diese Richtung auch noch zu gehen. Also insofern könnte man auch an dem Punkt dranbleiben. Und es ist ja auch in Shuffle so, dass
wir mit, wie soll ich sagen, dazu Profilen arbeiten. Also das Profil hier ist jetzt wirklich für Hochschulen und unter ganz bestimmten Aspekten sind die Indikatoren ausgewählt worden. Aber insgesamt ist ja das Reifegradmodell, so wie wir es konzipiert haben, modular aufgebaut, was eben dann auch erlauben soll, eine Anpassung zu machen. Man darf aber den Aufwand nicht unterschätzen. Es ist nicht einfach geschwind einen Workshop machen und dann ist angepasst. So schnell geht es nicht. Ja. Aber wir geben das frei, dann auch, wenn wir das Projekt beendet haben oder auch als Zwischenstand. Und dann können Sie eben dann auch mit einer CC BY 4.0 Lizenz arbeiten und das für Ihre Zwecke anpassen. Das ist also erlaubt und willkommen geheißen von unserer Seite. Ja, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, ich würde noch kurz darauf hinweisen, dass wenn Sie eben Informationen bekommen wollen, weitere über Shuffle oder auch über diese Aufnahmen, dann können Sie unseren Newsletter gerne abonnieren. Da werden wir Sie auf den Laufenden halten. Und die Aufnahmen, wenn Sie jetzt nichts von uns hören, dann schauen Sie doch mal vielleicht morgen oder übermorgen rein. Die Aufnahmen zu diesem Webinar werden dann auf dieser Webseite zur Verfügung stehen. Und auch die Folien, die wir gesehen haben, also die PowerPoint-Folien. Ja, ansonsten, vielleicht sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Wir haben da nämlich nochmal ein Webinar. Das war das letzte in der Folge von 4. Und das Thema wird sein, nächstes Mal digitale Barrierefreiheit im Hochschulkontext, Zertifikat barrierefrei lehren. Es geht darum, dass man vielleicht so eine Art Training und so ein Qualitätssiegel verleiht für diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte eigentlich Bescheid wissen und möchte es auch mir die Kompetenz erwerben als Lehrperson, in Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Also nicht über das Thema Barrierefreiheit zu lehren, sondern Barrierefreiheit umzusetzen in meiner Lehrpraxis. Wir haben dazu auch im Projekt Shuffle einen Online-Kurs entwickelt, der die nötigen Kompetenzen vermitteln soll. So ungefähr gut 30 Stunden Aufwand, also schon ein bisschen ein Vorhaben. Und dann gibt es da eine Online-Prüfung dazu. Da können wir leider die Prüfungsfragen nicht bekannt geben. Die sind geheim, aber Sie sind eingeladen, vermutlich ab Herbst dann auch da das in der Pilotphase mit auszuprobieren und sich dieses Zertifikat oder wahrscheinlich nennen wir es Knowledge Badge dann zu erwerben. Aber dazu mehr in 14 Tagen auch wieder zur gleichen Zeit. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.